Manchmal! Aber manchmal! Nicht jeder mal. Oh. Jetzt hab ich Pipi in den Augen. Ja, das ist wieder so Zeit noch. Oh, das komm ich auch. Schon bei gute Zeiten, schlechte Zeiten hat man sich gefragt, wer verließ hier wen? Aber das hat nichts mit unserem Verlies hier zu tun. Wir gehen einfach mal der Sache nach, was es damit auf sich hat. Und damit begrüße ich euch herzlich zu Tiny Tilas Wonderland mit den vier zärtlichen Chaoten hier. Hallo! Warum habe ich gerade die Titelmusik von der Lindenstraße im Kopf? Ich muss gehen. Ciao! Ein sorgfältig entworfenes Verlies. Da drin ist der Schlüssel sicherlich sicher. Das kaufe ich dir nicht ab. Genau, Tina, das kaufen wir dir nicht ab. Ah, ich will doch nur hier rüber zu den Gegnern. Das ist es denn. Hier ein Türmchen. Da ein Türmchen. Ich lass mein Totem einfach hier. Und du machst den. Der hat dich gehauen. Wer? Der Schopf. Oh, das war Bloody. Upsi. Hallo. Du dreckige Schüft. Hat er mir gerade mein Schild genagelt, der Arsch? Sonst frech. Ach, da ist ja noch einer. Ich hab grad übelst aufs Maul gekriegt, irgendwie. Okay. Oh, wow. Nein! Ich eile! Lad in Ruhe nach, Junge. Ah. Okay. Ich mach einen Putzzaun hier. Jetzt etwas leben und später viel ernten. Jawohl. Wo sind jetzt die anderen? Hallo, hallo? Keiner mehr da. Oh. Oh. Da! Und dem grünen Lichtstrahl. Nice! Und kabumm! Ach, da oben sind noch welche. Haben wir nicht noch mal ein Türmchen hier? Guck mal. Freunde. Die stehen auch auf Gruseliges. Ich brauch mehr Munition. Duda! Die ist ja schon wieder leer. So Duda-Day. Und damit willkommen zum Musikantenstadion. Yay! Wir sind vorbei. Ja, gut. Kiste! Na, was haben wir hier? Nur Blödsinn. Na gut, okay. Aha! Ja, die letzte Kammer erreicht. Der Meteorschlüssel wird von einem großen, bösen Unhold bewacht. Du improvisierst. Ich kann sehen, wie du improvisierst. Ah, ich hab euch, So. Oh, da hinten ist noch einer. Oh, hier vorne ist noch einer. Hey, haust du mich nicht? Das hast du jetzt davon. Ich habe dich gerecht. Ach nee, wer war das? Ich war das. Ich stehe doch hier. Meine leichteste Ich blitz hier doch nicht mehr. Oh, reingejumpt. Oh, nice. Und da war wieder ein Explodierefass. So. Ja, so Feinheiten kann ich keine Rücksicht nehmen. Ja, ja. Bist du verrückt hier? Ja, ich spiele mit euch. Definitiv. Ich meinte hier den Badass. Holen wir uns den Schlüssel, um den Käseflip zu öffnen. Großer uralter Meteor! Ja, ja, großer uralter Meteor. Ist in Ordnung. Da ist er! Ups. Hat die mich gerade großer uralter Meteor genannt? Oh, Schlüssel ist da. Gut, wir öffnen den Käseflip. Ihr steckt den Schlüssel in das Schloss und der große uralte Meteor hebt sich vom Boden und kehrt in den Himmel zurück, von dem er einst fiel. Nice. Dann kann ich ja looten gehen. Du könntest auch einfach zugeben, dass dir der Flip aufs Brett gefallen war. Keine Ahnung, was du meinst. Ist ein Flip. Oh, schön. Dann gehen wir jetzt auf den Baden suchen, nicht wahr? Schluchzigkeit umgibt euch. Seelenenergie liegt schwer in der Luft. Ah ja. Ihr habt den Moda erreicht. Ich dachte, etwas namens Moda wäre, ich weiß nicht, modriger? Ja, habe ich eigentlich auch gedacht. Die ist irgendwie ziemlich schön. Also gut, plötzlich sterben alle Bäume. Pilze wachsen aus ihren verrottenden Leichen. Jetzt ist es mega modrig. Zufrieden? Also von wie modrig reden wir hier? Wir brauchen eine Moda-Wertung. Also bitte bewerte doch mal den Moda. Oder? Oh, ich soll eine Moda-Wertung abgeben?
Ja? Es ist Moder, oder? Weit oben auf der Moder-Skala. Ganz schön modrig. So modrig. Okay, okay. Als wäre ich in meinem eigenen Grab. Stehe ich drauf. Mhm. Oh, hier ist eine Quetscht. Das war ein schönes Gespräch. Eine schöne Quetscht. Eine Karwächte. Ja, was haben wir denn hier? Ritterpflichten. Ein tapferer Held braucht Mut, Ehre und eine mächtige Waffe. Hilf... Nein. Bitte nicht. Oh nein. Hm? Hilf Claptrap, wenigstens eine dieser Voraussetzungen zu erfüllen. Claptrap. No. Du hast es geschafft. Gut gemacht. Zumindest für ein Klapp. Jetzt müssen wir schnell zur Lady vom See. Sie weiß, wie man die beste Ausrüstung bekommt. Toll. Ganz fantastisch. Als ich das erste Mal die Geschichte von der Luftzaubernase hörte, wusste ich, dass dieses legendäre Artefakt für meine mechanischen Hände bestimmt ist. Mhm. Okay. Aha. Die Legenden besagen, dass Behemoth, der Gott der Drachen, sich in ein Oberfass verliebte und ein einzelnes Ei legte, das zur Luftzaubernase geschmiedet wurde. Diese Liebesgeschichte klingt zunächst sehr seltsam, aber wenn die Legenden praktisch... Ein wirklich gut aussehendes Fass. Meine leichteste Übung. Aha. Wer war das? Bin da. Dankeschön. Okay, erhebe dich. Oh, ich mag die Schrotflinte echt sehr. Die ganze Nummer hier ist unter meiner Würde. Oh, okay. Da ist noch eine Quest. Guck dir das an. Was ist das hier? Oh, kleine blaue. Hilft den Lymphen bei ihrem Kampf gegen den Blauwut-Virus, der ihr Volk dezimiert. Ja, okay, machen wir. Uns Lymphen geht es furchtbar schlecht, weil dieser schreckliche Virus sein Unwesen treibt. Wir sind am Rande der Vernichtung und brauchen eine Heldenfigur. Wenn das auf dich zutrifft, komm in unser Auffanglager und sprich mit meiner Frau, Königin. Ja. Endlich ein wenig Erleichterung. Ja, dann machen wir das. Let's go. Die Klasse! Ja! Kaboom! Ja, genau! Ach, das geht hier aber gerade. Hallo, Fremdling! Hi! Ich fürchte, ich kann nicht bleiben, um die Gebühren zu begrüßen. Aber ich bin Frau Königin Lumphine. Und schrecklich entzückt von deiner heldenhaften Persönlichkeit. Oh. Ich bin gerade auf dem Weg zu einer Mission, aber wenn du uns helfen willst, sprich mit dem alten Lump. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, Fremdling, ich muss mich an die Truppen wenden. Okay. Ja, in Ordnung. Pass gut auf, ihr Lümpfe. Die Mission, zu der wir uns aufmachen, ist eine große Gefahr. Dieser böse alte Griesgram von einem Zauberer hat unseren Mitlump entführt. Aber wir werden ihn befreien. Folgt mir, meine Lymphe! Zu Befehl, meine Frau Königin! Wir werden euch bis zum Tod verteidigen, Frau Königin! Und haltet eure lumpfigen Augen nach den Infizierten offen. Heute werden wir nicht gefressen. Schauen wir mal! Kann quasi Lymphe! Nicht schief gehen. Aha, richtig. Wir sind noch am Leben. Und das heißt, dass es immer noch Hoffnung gibt, dass die Dinge besser werden. Ja. Trotzdem werden wir alle sterben. Naja. Howdy do. Du siehst aus wie jemand, der vor keinem lumpfigen Kampf zurückschreckt. Was für ein toller Anblick für meine alten Augen. Mhm. Denn wir haben hier in der Gegend jede Menge lumpfigen Ärger. Und alle unsere Kämpfer befinden sich in der vorgeschobenen Operationsbasis und versuchen, unser Dorf zurückzuerobern. Hast du schon von den Blauen gehört? Da klingelt nichts bei mir. Was sie auch sind. Ich hoffe, sie können sterben. Sie waren mal unsere Artgenossen. Aber dann haben sie sich mit irgendetwas infiziert. Alter Lumpf! Sie kommen! Wie aufs Lumpfwort. Du wirst es wohl gleich selbst sehen. In Deckung! Die Blauen kommen! Oh no! Die blauen Lymphe! Ja, Mensch! Ah, mal hier mal ein Türmchen und hier mal eins. Und tschüss. Auf nimmer wieder. Ich hab meine Berufung gefunden, nicht wahr? Ja. Genau. Hätte er tun sollen. Geht es
Ganz schön viele. Also die können nichts, aber es sind schon viele. Ja, auch in der Masse, ne? Ja, ja. Ja, gut. Ausmann, das war der falsche Lump. Ich kann nicht lumpfen, dass sie uns gefunden haben. Das ist echt lumpfig. Komm her. Ja. Es ist eine verlumpfte Schande, seine Artgenossen auf diese Weise zu töten. Aber soweit wir wissen, gibt es kein Heilmittel für die Blauwut. Hirnilumpf hat an einem gearbeitet, bevor er von Gurgelrotz erwischt wurde. Wo wir gerade dabei sind, Lumpfine wollte den Schlauberger retten. Sie hätte sich längst melden müssen. Könntest du nachsehen, ob es meiner Frau Königin gut geht? Ich muss mich um die anderen Lymphe im Lager kümmern und sicherstellen, dass niemand gebissen wurde. Sei vorsichtig da draußen. Gurgelrotz ist ein gemeiner Kerl. Gurgelrotz! Gurgelrotz, ja, dann gehen wir mal nach der Frau Königin gucken. Wenn das jemand hört, bin ich in Schwierigkeiten. Gurgelrotz hat meine Königinnenwache getötet und jetzt ist er... Oh. Das ist alles in Ordnung. Uns geht es hier echt gut. Wir trinken nur Tee und reden über unsere Gefühle. Natürlich, natürlich, das glaube ich dem jetzt auch. Weiter geht's. Nein. Was? Nein. Was hab ich da? Ich hab da Pilzparty-Schriftrolle. Okay, let's go. Du kriegst mich nicht. Ich bin der Pilzmann. Ich laufe durch den Wald so schnell, wie ich kann. Ich sammle die Pilze hier ganz ohne Not. Ich muss mich beeilen, denn sonst bin ich tot. Ich bin so geschwind, du frisst mich nie. Oh, ein saftiger Pilz. Ich greif nur kurz. Nein! Zähne! Zähne! Oh, wie gerne würde ich wissen, wie die das aufgenommen haben. Ja, oh, das klang wunderbar. Boah, ich würde da so gern mal Mäuschen spielen, doch. Ja. So, jetzt aber hier Gegner. Guck mal, Türmchen. So, ihr kriegt sogar noch ein zweites, weil ich euch so gerne hab. Die werden für sowas auch noch bezahlt. Das ist richtig. Ich stelle mir das aber schon ziemlich schwierig vor, sich dann da genau diese Emotionen alles reinzudenken. Echt? Nö. Ich bin ja Geld dafür. Da, ja, die könnte es auch wesentlich besser als wir. Ja, das ist wohl richtig. Aber ich glaube, ich hätte auch übel Spaß an sowas. Aber ich habe keine Stimme dafür. Ja. Das gibt doch alles im Fetisch, haben wir doch mal gelernt. Ja. Ja. Bei dir sehe ich so, den Bösewicht, den weiblichen, weißt du? Oh, den weiblichen Bösewicht? Ja, so eine Femme Fatale oder so, weißt du? Achso, ich dachte, ich habe jetzt mehr an so eine alte Waldhexe gedacht. So. Auch das. Auch die können Femme und Fatale sein. Ja, das stimmt. Da weg, du Pilzchen, du. Aua! Wer hat denn jetzt, warum, was, aua, aua. Jo. Vielleicht bist du zu lange vorbeigelaufen, also wo explodiert? Ja, gut. Zwei Leute. Du solltest die Lymphe vernichten. Nicht ihre Frau Königin werden. Was fasselst du da überhaupt? Verstehst du nicht? Ich habe dich erschaffen. Ich bin dein Vater. Das ist nicht wahr. Das ist verlumpt, unmöglich. Erforsche deine Gefühle. Du weißt, dass es blau ist. Ja, ich meine, wahr. Mist. Ach, Ruhe. Oh, Gegner. Wer hat's erkannt? Ja, ich glaube, wir alle. Ich feiere das ein bisschen. Wolltest du gerade sagen, dass es nur du erkannt hast, Jan? Nein. Okay, das klang gerade so, deswegen frag ich. Nein. Die Reaktion hat gezeigt, dass wir es alle erkannt haben. Ja, das glaube ich nämlich auch. Wir sind halt doch Nerds. Ach ja, schlimm ist das. Hallo? Ist hier ein Individuum oder ein Quartett in der Nähe? Ja. Ich könnte eine zeitnahe Rettung gebrauchen. Sollst du bekommen? Hi. Du hast meinen Dank. Ach du dumme kleine Lymphe. Wenn ihr eure geliebte Frau Königin retten wollt, kommt ins Dorf.
Oh, mir gefällt der Klang dieses ominösen Kicherns nicht. Das ist höchst beunruhigend. Hör zu, Fremdling. Gurgelrotz hat mich gezwungen, ihm bei seinen Experimenten zu helfen. Ich hatte keine andere Wahl. Aber jetzt kenne ich die Wahrheit. Gurgelrotz hat den Blauwut-Virus erschaffen. Das ist alles Teil seines großen Plans, die Lymphe ein für alle Mal zu vernichten. Brech! Und ich habe auch erfahren, dass es kein Heilmittel gibt. Unsere infizierten Brüder sind verloren. Alles, was wir jetzt tun können, ist es, ihnen ewigen Frieden zu bringen. Weltfrieden! Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Nimm dieses Rezept und sammle die Zutaten im Wald. Wirklich? Oh, und Lymphe! Ihr solltet euch beeilen, sonst könnte Lymphine etwas blauer sein als sonst. Wie blau ist sie denn jetzt so? Verlumpfte Lumpfmörder. Hirnilumpf, bitte sag mir, dass du einen Plan hast, unsere Frau Königin zu retten. Allerdings, ich habe den heldenhaft aussehenden Fremdling losgeschickt, um Reagenzien für Gurgelrotz Pilzverbesserungstrank zu sammeln. Wenn sich meine Theorie als richtig erweist, sollte uns das dabei helfen, das verbarrikadierte Dorftor zu umgehen. Triff mich in der Operationsbasis außerhalb des Dorfes, wenn du fertig bist. Pass auf deinen Hintern auf. Gurgelrotz Lieblingskrabbe Azabel wurde in der Gegend gesichtet. Ach. Was? Weg damit. Was machst du denn da? Nein! So. Du Monster! Hör mir zu. Bisher warst du nur ein lästiges Ärgernis. Aber jetzt ist das persönlich. Sobald ich mit den Lymphen fertig bin, bist du dran. Das geschieht dir recht, du verlumpfter Lumpfsack. Hui, hui, du verlumpfter Lumpfsack. So, wo sind sie denn, die verlumpften Lymphe? Wir Lymphe schnitzen seit Generationen diese Dachpilze, um unsere Häuser zu bauen. Mhm. So ein bisschen auf die defensive Art. Ach so. Nice. Tick-tack, die Uhr tickt und 1, 2, 3. Ist Lumpfine jemals wieder frei? Das wirst du mir büßen. Das werden wir ja sehen, alter Mann. Ich finde es übrigens auch fantastisch, dass sie hier einfach die Schlümpfe mit einem Zombie-Virus gepaart haben. Mag sehr. Einen Zauber, den ich wirken kann. Ich habe nur Lymphe gesehen. Wäre das nicht ein geiles Ding fürs nächste DLC von Dead Island? Lymphzombies einfach. Schlumpfzombies, ja. Genau. Nee, ich kam nur drauf, weil du sagst, du hast nur Lymphe gesehen. Er sagte vorhin ja, er muss gucken, ob seine Brüder gebissen wurden oder nicht. Also scheint sich das ja durch einen Biss zu übertragen, was so typisch Zombie-Virus ist. Oh, guck mal, Hallöchen, Kobolde. Wo? Kaboom. Ja, ich sterbe schon wieder daran. Mhm. An was? Irgendjemand, der so fett reingesprungen ist, hat was hochgejagt direkt neben mir und jetzt bin ich schon wieder daran gestorben. Ich höre an dem Lachen irgendwie, wer das gewesen sein könnte unter Umständen. Also, Stormy, warum machst du sowas? Aber danke fürs Aufheben. Hier ist schon wieder eine Quest. Das Lyra und Schwefel. Bist du hart genug? Keine Ahnung. Mögt ihr Metal? Ja. Frage. Natürlich mögt ihr Metal, wer nicht? Ja. Also da läuft so eine Art kleiner Bandwettbewerb im Wald, bei dem euer Talent gefragt sein könnte. Für den Metal. Hä? Was jetzt? Oh. Halb Bade, halb Papa. Okay. 100% explosiv! Es ist Tor! Ja, er ist im Moment ein wenig abgelenkt. Ihr müsst seine Aufmerksamkeit erregen. Ach, hier vorne steht er! Ah, das war das, was ich gehört habe. Hallo? Kann ich? Ja. Ich bin die Inkarnation der Dunkelheit. Außerdem bin ich auf einer Mission, um den Dragonlord zu besiegen, weil der versucht, noch böser zu sein als ich. Und ich muss über den Ozean. Ich liebe zwei Dinge auf dieser Welt. Schimpfest und große Explosion. Ja. Den Respekt vor allen Lebewesen, ungeachtet meiner eigenen kulturellen Vorurteile. Drei Dinge. Ich krieg auch gar nichts mehr auf die Kette, seit meine magische Laute nicht mehr funktioniert.
Was? Wie kann eine Laute nicht funktionieren? Ich weiß nicht. Sie ist aus Holz aus diesem Wald gebaut und deswegen wohl spargeln. Hab sie in einem Muskelspielwettbewerb gegen die Faustschlagfee gewonnen. Schon mal versucht, die Laute zu spielen? Ich will deinen Plan damit auf Sachen einzuschlagen nicht kritisieren. Scheint ja toll zu funktionieren. Voll die abgefahrene Idee. Genau deshalb bist du ein Held. Laute! Diese Kristalle sind böse, als ich dachte. Sie entziehen dem Wald die Seelenenergie. Und schicken sie zu mir zurück. Darum kann ich sowas tun. Plötzlich greift eine Horde Skelette die ahnungslosen Trottel im Wald an. Sie kamen aus diesem Schattenkristall raus. Na ja, Torg, wir regeln das schon. Guck. Du hast alle einfach mal direkt erstmal. Oh, ich bin nicht tot. Dankeschön. Ade. Dankeschön, Ade. Ich bin da. Danke. Ja, ja, ja. Und komm schon, komm schon, komm schon. So. Da noch eins? Ja. Warte oben. Sehr gut. Der Dragon Lord. Ach so, da sind noch mehr. Dann wird's jetzt Zeit für die Türmchen. Ja, einfach alles in die Luft gehen. Holy moly. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Nein, ich schieße einfach nur noch irgendwo mitten rein. Ich werde schon was treffen. So. Ha, moin. Heiliges. Das Ding war die ganze Zeit im Inneren des Kristalls. Wie in einem bösen Kokon. Schlag es kurz und klein. Ja. Das läuft doch. Ach, das ist, das hört Rach bereit, auf den schieße ich mal nicht. Ich kann das auch. Mach das nicht da richtig kaputt! Ups. Meine Laute! Sie hat angefangen zu vibrieren, als du den Kristall zerstört hast! Was? Ich, Magie, komm zurück! Weiter so! Wie weiter so? Da vorne ist noch ein Dorn! Machen wir ihn fertig! Ach so. Der Dragon Lord benutzt also die Kristalldornen, um dem Wald Magie abzusaugen? Siehst du? Das gefällt mir irgendwie. Warum machen wir nicht auch einen auf Magieräuber? Weil es böse ist? Nicht, wenn wir sie für verzauberte Nachttöpfe für Waisenkinder nutzen. Bam! Jetzt siehst du dumm aus. Verzauberte Nachttöpfe? Machen die da... Nom 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 nom. Das war aber ein schöner Shit. Für Waisenkinder vor allen Dingen. Wie nimmervolle. Ne? Nimmervolle Nachttöpfe. Mhm. Oh, ach, das war Torg. Okay. Du hast aber heute einen sehr tollen Stuhlgang. Ich stelle mir das gruselig vor, wenn der Nachttopf auf einmal anfängt, mit dir zu reden. Das hat doch keiner gesagt. Wollte ich gerade sagen, wie kommst du denn jetzt darauf? Verzauberte Dinge reden immer. Nein, ich will das gar nicht wissen. Seine Laute redet doch auch nicht. Die redet mit dem Klang der Musik. Ach so. Nun gut. Die resoniert mit ihm. Ja, oh, ja, ja. Ja. Was bist du denn? Koloniepilz. Oh. Ich bin in eine Brücke gefallen. Oh, ich bin tot. Oh, doch nicht. Ich muss das jetzt sofort wieder nutzen. Ja. Die Tiefe verschlingt dich. So, Torg, was ist jetzt? Ach, hier ist der nächste. Total kaputte Ruin. Okay. Magisches Lampen-Solo Nummer 2. Eine Horde von Skeletten erscheint und will den Schicksalsbringer in Stücke reißen. Hey, das ist super. Jetzt verstehe ich, warum sie das mag. Meinst du mit wo denn? Die waren in dem Moment schon wieder tot. Ach so. Oh. Ja. Du Arsch. Ah, okay.
Danke, wer auch immer mich aufgehoben hat. Ey, wer war das? Hier. Der gleich Tote. Tada! Matsche, Matsche. Nämlich. Ja, doch. Er stresst aber auch rum. So, bisschen hier peng, bisschen da peng. Nee, gehst schon weg. Ballaboom! Mächtiges Ballaboom! Jawohl. So. Da. Schick diese Untoten zurück in die Hölle! Ja! Machen wir! Und die stehen da oben aber alles schön. Oh, wer. Oh, oh, oh. Und da ist schon wieder ein Fass hochgegangen, das mich killt. Ich kotz ins Essen heute. Das war ich aber diesmal nicht. Hab ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, da war ein Fass, das mich fast getötet hätte. Mach das nicht alles nicht kaputt. Ach so, ja, mach ich. Wir schaffen es. Wir retten die Magie. Ich muss dich was fragen. Nur eine Frage. Magst du Explosionen? Ja klar. Ja klar. Ja klar. Bonuspunkte, wenn sie das töten. Ich wusste es. Vielleicht hat uns das Schicksal zusammengeführt. Okay. Bestimmt. Vorwärts zum Schicksal. Tina, was hast du da in der Hand? Oh, gar nichts. Ich kenne dieses Lachen. Sie heckt doch irgendetwas aus. Hm? Wenn es das ist, woran ich denke, werdet ihr schreien. Na dann. Aber schreien vor Lachen oder schreien vor Glück? Weiß man ja nie. Oder vielleicht wie im Film Scream? Keine Ahnung. Oder ist ein Obelisk, wollen wir den machen? Kommt zurück. Oh, Gegner! Gegner, da bin ich dabei. Symbiotischer Schaden. So, jetzt Obelisk. Ist der schon kaputt? Nee. Hier ist ein Obelisk und den können wir machen für ein bisschen Zusatz Loot und XP. Ah, Loot, 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 gut. Klingt das gut. Obelisk der Peiniger? Ja, ja. Obelisk Hinkelstein. Ah, oh, oh, mh, oh, ja. Hui. Oh, hier geht wirklich einfach alles in die Luft und ich mag es. Boah, nee, das mochte ich jetzt aber nicht. Oh, das war sorry, ich glaube vielleicht. Warte, aber ich versuche dich aufzuheben. Aua, oh. Da habe ich jetzt eine abgekriegt. Stehst du noch? Ja. So, hier. Da kommt ein monströser Pilz. Hier. Ja, ja. Der weniger aushält als die Kolonie. Ja, stimmt. Tada! Der Pilz fällt! Seine Fungusfrucht wird euren Geschmack nicht länger verderben. Cool! Jetzt wird jemand meine Zauber spüren. Manchmal, aber nur manchmal. Haben Bladis ein kleines bisschen Haue gern. Achso, ich dachte jetzt irgendwie denken, Bladis auch mal für den Schnitt noch mit. Oh, der war auch, Schnitt, der war auch sehr schön. Ja, kann ich. Also, ich, das mit der Metal-Musik, jetzt müssen wir das noch mit ein bisschen Metal unterlegen. Manchmal! Aber nur manchmal! Ich geh da mal. Oh. Jetzt hab ich Pipi in den Augen. Ja, das ist schon wieder die Zeit noch. Oh, da komm ich auch. Entschuldigung, ich kann grad nicht. Jetzt ist sie kaputt. Ja. Okay, Pipi weg. Bauchweh. Okay, ready. Jetzt Pipi aus den Augen in die Hose? Ja, ein bisschen. Also, falls da draußen ein Inkontinenzartikelhersteller vielleicht zu, da die brauchen noch Sponsoren. Oh, dieser Stream wird Ihnen präsentiert von Tena. Wenn der Stream mal wieder länger dauert. Oh Gott. Oh.
Oh, schön. Ich geh kaputt hier. Was sollen wir denn hier Schönes machen? Wo ist er denn? Da ist er. Torak, warte. Oh, Gegner, natürlich. Ist der Drehmoment, warten Sie. Genau. Ist da hinten nicht ein Pilz? Ja, ich wollte sagen. Oh. Oh, großer Pilz. Zack. Jawohl. Geh weg. So nämlich. Ja, guck mal. Hey. Ha, 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 ha. Ich hab keinen Platz mehr im Inventar. Oh, das ist bitter. Ja. Das ist bitter. Ein neuer, Automat ist nicht mehr ganz so weit weg. Okay, das ist nice. Ja, ich hoffe es. So, Torgilein, was ist? Bade aller Baden. Zino, das Herz des Waldes liegt hinter diesem Bösen. Ich räume mit meinem Explosionswerfer. Oh, hoppla. Das war ich. Entschuldigung, ich heb schon auf. Haust du mir gerade? Klar, wenn er im Bett ist. Hab ja sonst keine Hobbys. Bitte? Du willst ja wohl mit dem Badass klarkommen, also jetzt bitte ich dich aber. Mr. Badass. Schön, dass Talk die ganze Zeit redet und wir die ganze Zeit ihm dazwischen quatschen. Des Bösen riechen den Gestank des Heldenturms und erheben sich, um ihn wieder zu stampfen. Und bleib stehen. Danke. Oh, ich bin down. Weil Talk sagt gerade, schlag ihn, weißt du, ich fall um. Ja, ist doch alles richtig. Jetzt etwas leben, später viel ernten. Genau. Also, jetzt ist aber auch genug hier, ne? Muss du mal auf den Putz hauen. Ja. So, reicht jetzt. Danke. Kommen wir jetzt wieder zu Talk? Ich liebe Explosionen! Ja! Oh. Vorwärts zum Sturm! Meine Laute ist so voller Magie! Sie fühlt sich an, als würde ich eine Quelle umarmen! Ja. Los, wir müssen in das Herz des Waldes! Ihr nähert euch dem Herzen des Waldes. Mhm. Sogar das Herz des Waldes ist verdorben! Was kann so böse sein? Wie als Antwort ertönt durch den Nebel ein erschütternder Schrei. Klingt nach einer Banshee. Eine Screamerin. Ja, oh toll. Aber was haltet ihr davon, wenn wir das einfach in der nächsten Folge zeigen, so ganz Cliffhanger-like, wie wir das gerne mal machen? Und immer denkt, ne? Liken, abonnieren, gehorchen. Liken, folgen und gehorchen. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Ihr werdet mir alle dienen. Schnauze. Achso, ist meiner. Mhm. Hast du es gehört? Ja, du wirst mir dienen. Ja, und wovon träumst du nachts so? Hast du wieder aus dem Limo-Fluss getrunken? Oder auch auf Deutsch, sag mal, hast du gesoffen? Hast du Lack gesoffen, Junge? Ah, schön. Tag.